Und hallo und willkommen zurück zu No Man's Sky in der Permadeath Edition. Ich habe noch wieder fleißig Kommentare gekriegt, den einen oder anderen hier. Danke nochmal, Gordon, dafür. Das habe ich nämlich schon total vergessen. Ich habe mir ja einen Slot geholt letztes Mal hier, ne? Hier oben. Und man kann sich ja einen zweiten Slot holen. Das habe ich irgendwie, ist das mal untergegangen. Aber ich habe auch nie darauf geachtet, weil ich im Grunde genommen das immer so rotiert habe, dass ich alles im Schiff habe und dann nichts, im Grunde genommen nichts mitnehmen muss. Deswegen habe ich das nicht gemacht. Ich muss zugeben, ich habe, glaube ich, weiß gar nicht, einmal nur bei den Durchgängen, die ich gespielt habe, das mal fertig gemacht. Aber das ist schon ewig her. Was? Scan fehlgeschlagen. Okay. Dann muss ich ja in ihrem Anomalie, hat es ja geschrieben. Und da kann ich mir den anderen Slot dann holen. Und den dritten kann man sich natürlich holen, wenn man hier die Droppods findet, ne? Die kann man auch explizit suchen, aber ja, habe ich früher, glaube ich, immer gemacht. Ich habe immer die Droppods gesucht. Man muss natürlich das Material haben, zu reparieren. Und, puh, das hat damals ein bisschen gedauert, ne? Aber ich habe mich mit den Slots immer nur so sporadisch beschäftigt, sag ich mal so, weil ich meistens nie so viele Slots brauchte. Ganz am Anfang habe ich, glaube ich, mal versucht, so viele Slots zu sammeln, wie geht, aber irgendwann, ich sag mal so, hast du genug Slots. Ist jetzt gut, ist ein bisschen voll, kann ich noch hier unter Gebrauch zu bauen. Deswegen werde ich mir gerade nochmal einen Slot holen. Das kann ich ja jedes Mal machen in einem neuen System. Dann wieder zack, Raumstation, dann hier wieder Anomalie rufen und dann kann ich mir den ja hier noch holen. Ich vergesse mal, dass der hier hintersteht. Ich gucke mal hier und vergesse mal, dass der hier hintersteht. Den kann ich mir ja noch mitnehmen. Komm, wir nehmen noch einen mit hier. Ja, ich nehme erstmal hier unten mit. Komm, passt schon. Problem ist nur, es wird auf Dauer ein bisschen teuer. Das heißt, man muss ein bisschen Knete verdienen. Wie viel habe ich eigentlich? 21 Mil ist ein bisschen wenig. Ich glaube, meinem ersten Spielstand habe ich immer noch eine 500, 400 Millionen oder so. Ich weiß nicht genau, 500 Millionen? Ich habe keine Ahnung mehr. Irgendwo hatte ich auf jeden Fall ordentlich Knete zusammen. Habe ich aber, glaube ich, nie alle gemacht. So, ich wollte immer noch rausfinden, wo ich hin musste, ne? Aber mal, könnten... wie machen wir das jetzt? Ich finde diesen Planeten nicht mehr. Ich habe jetzt natürlich intelligenterweise auch wieder nicht nachgeguckt. Oder wir setzen einfach mal ein bisschen durch die Gegend. Gerade überlegen, hätten wir, was haben wir denn missionsmäßig? Habe ich noch irgendwas Interessantes? Bergung, achso, da müssen wir ja das noch machen. Das Herz, da müssten wir eigentlich. Atlas, die Atlas-Quest machen, damit wir das Herz der Sonne kriegen können, meine ich, ne? Weil wir haben ja die Baupläne, glaube ich, nicht. Wir könnten zur Siedlung mal gehen, da war ich schon länger nicht mehr. Was machen die eigentlich so? Da habe ich schon lange nicht mehr nachgeguckt. Lass uns mal gerade gucken. Oh, Wächterwarnstufe ist hoch. Okay. Das heißt, da gibt es gleich schon Ärger. Bergungsmöglichkeiten könnten wir auch mal wieder machen. Mal schauen. Tja, dann haben wir Autophagen. Haben wir jetzt im Grunde genommen soweit freigeschaltet. Da können wir jetzt auch ein bisschen was farmen gehen, dass wir da ein bisschen Ansehen sammeln und sowas. Ja, muss ich mal gucken. Ich würde gerne einen anderen Stab haben oder den modifizieren. Ich weiß gar nicht, ob es andere Möglichkeiten gibt. So, wir gehen mal zur Siedlung. Ich muss immer noch gucken, wie ich den Planeten wieder finde. Ich muss echt nochmal nachgucken. Aber es ist mal egal, es ist nicht so wichtig. Ich muss eh noch Slots sammeln, Daten sammeln, damit ich da die Bockpläne freischalte kriege. Ich bin immer noch überlegen, wie ich das am schnellsten machen kann. Weil das Rumlaufen, das kostet Zeit. Das kostet Zeit. Reload. Kann der eigentlich durch mich durchschießen, hier, wenn ich hinterm Schild stehe? Nee, er schießt nicht. Nein, hör auf damit. Muss ich dich jetzt kaputt machen? Toll. Kann ich nicht. Jetzt heilst du wieder, dann muss ich dich kaputt machen. So, jetzt haben wir es aber langsam, ne? Das wird kalt hier in der Bude. So, okay, gucken wir mal. Ich weiß gar nicht, ich muss noch was fertig bauen hier, ne? Oder? Hatte ich hier irgendwas gebaut? Ich glaube, ja.
Ich weiß nicht mehr genau wo. Wo hatte ich hier noch was gebaut? Da. Moment, der war doch fertig. Oder habe ich hier noch eingebaut? Warte mal, sind hier zwei Türme? Nein, da drüben ist auch einer. Okay, Tatsache. Okay. Da habe ich aber Material wahrscheinlich wieder nicht dafür, ne? Genau, das stand an der bescheidenen Stelle hier. 135 Silber. Toll, du willst Silber von mir haben und ich habe jetzt nichts in der Tasche. Funktioniert wieder. Was gibt es sonst noch? Besucher begrüßen. Wen haben wir denn hier? Besucher namens Gutachterentität Ruschkin hat eine Audienz bei Moss hier verlangt. Er ist eine Art Händler und bietet uns folgende Pläne zum Kauf an. Halluzinogene Jukebox. Was? Entfernt Neutronenbohrer. Freundliches Geschäft. Bringt mir das was? Halluzinogene Jukebox? Was bringt mir die eigentlich? Neutronenbohrer. Das Blöde ist, ich weiß nicht, was der Neutronenbohrer macht. Das wäre toll, wenn man das nochmal nachgucken könnte. Ja, komm, wir nehmen mal mit. Jukebox, passt schon. Jetzt habe ich den natürlich abgebaut. Ob es gut ist, weiß ich nicht. Wir müssen mal Silber holen. Ja, Schulden. Gehen wir gerade zum Frachter. Jetzt muss ich gerade Silber holen. Wir müssen auf jeden Fall noch geborgene Daten besorgen. Halt, ich brauche noch mehr geborgene Daten. Das heißt, wir brauchen einen schicken Planeten. Am besten einen, wo wir auch Nanit kriegen von merkwürdigen Vorkommen. Die ich schon seit Ewigkeit nicht mehr gesehen habe. Mal wieder. Ich weiß nicht, in den... wie heißt es? In den Expeditionen finde ich die immer hier, ne? Aber jetzt, wenn ich hier so im Endlos-Game spiele, finde ich die wieder nicht. Achso, andere Richtung. Wir brauchen Silber. Habe ich Silber hier zufällig reingeballert? Silber, Silber. 28 Silber. 28 Silber ist jetzt nicht so viel. Ich habe ja noch zwei Slots, die wollte ich noch einbauen. Muss ja mal gucken. Boots zum Geier habe ich noch Silber. Sag mir, ich habe kein Silber mehr. AG suche ich. Das ist Platin. Ich muss immer noch aufräumen, ey. Irgendwann werde ich es mal hinkriegen, dann werde ich hier aufräumen. Irgendwann. Das ist Platin. Verdammt, ich habe kein Silber oder was? Silber. Sieht schlecht aus. Muss ich echt Silberfarben gehen? Ich habe doch eine Silberfarbe. Ich könnte eigentlich Silber mal holen. Wäre eine Idee. Moment, war da gerade Silber? Ja, 6. Wow. Warum bin ich nicht so viel? Das sieht schlecht aus. Ich muss das Zeug auch noch verticken. Ich weiß nur nicht genau, wo ich die Sternenseite verkaufen kann. Das muss ich auch nochmal rausfinden. Weil dann kriege ich da zumindest ein bisschen Knete. Kein Silber. Okay, dann gehen wir mal zur Silber- und Goldfarm. Und ballern mal unser Inventar zu. Was natürlich jetzt total intelligent ist, weil ich jetzt nicht aufgeräumt habe. Ich hoffe, ich habe das aufgebaut. Aber müsste ich eigentlich. Ich habe allerdings keinen Tresor, glaube ich, da stehen, ne? Vielleicht kann ich den gerade nachbauen. Teleporter müsste ich auch nochmal schauen. Jetzt bin ich gerade wieder so ein bisschen im No Man's Sky-Alltag gelandet, ne? So, kriege ich hier irgendwie... Oh, wir haben keinen... Doch, wir haben noch Saft, okay. Kriege ich... Bitte sag mir, ich habe hier noch einen Platz für einen Tresor. War der hier? Ja. Magnetisiertes Ferrit. Kann ich magnetisiertes Ferrit gerade bauen? Bitte sag mir ja. Ferrit, Ferrit, hier. Magnetisiertes Ferrit brauche ich 35, kriegen wir hin. Dann brauche ich hier gerade mal einen Tresor hin. Wir müssen anstöpseln und dann kann ich das hier einfach reinspeisen in den Null-Tresor. Dann mülle ich dann alles wieder rein. Es wäre toll, wenn es ein Sortierungssystem geben würde. Müssen wir mal gucken. So. Kann ich dich jetzt bauen, bitte? Dankeschön. Ich quetsche hier einmal hier in die Ecke. Ist zwar nicht so schön, aber passt schon. Muss ja nicht schön sein, muss nur zweckmäßig sein. Kabellage. So, ist angestöpselt. Okay, jetzt muss ich mal gucken, wo war denn hier die, was da drüben? Ist schon eine Weile her. Mist, wenn ich jetzt noch wüsste, wo was war.
bräuchten eigentlich einen Teleporter, aber die sind so weit weg. Da ist schon mal was zum Sammeln. Ich habe mich legenderweise keine Treppe hingebaut. Oh. Silber kann ich nicht mitnehmen. Okay, kriegen wir alles mit. Dann erstmal zur Basis zurück. Gold lasse ich hier liegen. Einen goldigen Fußboden. Was war denn da drüben eigentlich? Nur Energieversorgung? Ich weiß nicht mehr genau. Das ist schon so lange her, dass ich hier war. Moment, das ist doch Tresor 0 oder ist das Tresor 1? Was habe ich da gebaut hier? Tresor 0. Warum ist Tresor 0 voll? Was soll das? Ich habe es letztes Mal voll gemacht, nicht aufgeräumt. Aha. Ja, komm, wir gehen. Ich brauche eh nur Silber gerade. Bin ja total vorbereitet. Yay. Ich muss Tresor 0 mal aufräumen. Der muss leer sein. Da muss eigentlich mal der ganze Mist reingedonnert werden, damit ich hier die Sachen schnell sammeln kann. Und jetzt habe ich halt meinen ganzen Mist da reingedonnert, den ich halt zum Bauen hatte, glaube ich noch. Oder aus meinem Raumschiff. Und habe natürlich zwischen den Episoden nicht aufgeräumt, wie immer. Yikes. Da muss ich mich mal drum kümmern. Tja, was machen wir denn dann? Da muss ich jetzt erstmal per Hand wegräumen. Stöpsel das mal hier in die 4. Ich glaube, 4 ist frei, ne? Jo. Kann ich schnell übertragen mit X? Jo. Ich weiß gar nicht, wie viel brauchte ich denn jetzt eigentlich in Silber? Nicht viel, ne? Können wir das noch einbauen? Dahin. Dich noch einbauen? Habe ich schon. Dann brauche ich dich eigentlich nicht nochmal. Warum macht der eigentlich nichts? Würde mich mal interessieren. Merkwürdig. Dann schlüpfst du dir da wieder hin. Ist egal. So, ja, dann brauche ich den nicht. Dann habe ich den noch gekauft und brauche den eigentlich gerade nicht. Dann kann der weg. Nicht aufgepasst. Die Stahlsplitter und so brauchen wir. Ja gut, wenn wir die Autofahren versuchen, brauchen wir den mal. Wofür brauchte ich jetzt Silber eigentlich? Jetzt habe ich Silber geholt. Ach ja, für. Alles klar. Das Zeug kommt auch weg. Ich muss ja nochmal zur Siedlung zurück. Da war ja noch was. Ich will ja noch bauen. Also auf zur Siedlung. Dann haben wir das gleich erledigt und dann. Was machen wir denn als nächstes? Ich muss nochmal einen schicken Planeten finden. Und ich muss auf jeden Fall nochmal. Nein, nicht finden. Irgendwie muss ich nochmal eine merkwürdige Vorkommen-Farm bauen. Und es wäre schön, wenn ich eine finde, aber bisher habe ich keine gefunden. Wir sind schon bei Episode 50, über 50. Und ich habe nur ein bisschen was Neues gemacht. Im Grunde genommen ist hier so der dröge Alltag jetzt wieder eingekehrt, so ein bisschen. Von No Man's Sky. Kann eigentlich noch so viel machen. Müsste ich eigentlich mal wieder machen. So. Okay, wir porten uns zurück. Und dann, ja, weiß ich gar nicht. Schauen wir mal. Ob ich noch eine. Ach Quatsch, ich bin doch doof. Schauen wir mal, ob ich noch irgendwo was finde. Ich weiß nur nicht genau, in welchem System wir waren. Raumstation. Vorheriges System. Akushin. Gehen wir da mal hin. Ich hoffe, ich finde da noch was. So. Der dröge Alltag. Wir könnten, ja, bei den Autofagen mal ein bisschen Ruf sammeln. Wir könnten natürlich auch hier ein bisschen versuchen, Ruf zu sammeln. Ne? Das habe ich bisher nie so gemacht eigentlich. Aber ich weiß nicht genau, ob mir das Vorteile bringt, wenn ich hier Ruf farme überall. Ich will immer noch die Skybase bauen, allerdings nicht mehr auf dem grauen Planeten. Ich versuche immer noch. Obwohl, ich müsste auf den Planeten porten, wo ich gewesen bin. Wo zum Geier bin ich gewesen? Oh, ich habe keinen Saft mehr. What? Kann ich mir noch was bauen?
Antimateriegehäuse und Antimaterie. Habe ich natürlich kein chromatisches Metall und verdichtete Kohlenstoff. Toll. Ich bin total vorbereitet. Ich kann den hier gerade ins Raumschiff knallen, aber da hört es dann noch auf. Da muss ich mal wieder was Neues machen. Na gut, wir gehen mal. Puh, wo gehen wir denn mal hin? Haben wir noch irgendwas, wo wir noch nicht waren? Ich würde gerne mal ein dissonantes System, was weiter weg ist. In Hoffnung, dass wir was Schickes finden. Wasser. Wie ist überall Wasser? Dissonanz ist hier. Oh, wow, das sind eine Menge Planeten. Kaufen angemessen. Ja gut, gucken wir uns mal an. 47 Lichtjahre von der Erde entfernt. Nein, von der Erde sind wir schon Ewigkeiten entfernt. Keine Ahnung, wenn es die Erde hier gibt. Aber bestimmt gibt es irgendeinen erdähnlichen Planeten hier. So, gucken wir mal. Was haben wir denn hier? Magenta-Planet haben wir hier wieder. Grünlich klingt schon mal gar nicht schlecht. Vielleicht haben wir Glück. Was bist du denn für einer? Planet mit hoher Energie. Dissonanz. Das sind ja graue Planeten hier. Ich stehe nicht ganz so oft säuerlich. Vielleicht haben wir Glück. Ich muss unbedingt mal Pilzschimmel finden. Pilzschimmel nicht hier. Mist, komm, scannen. Warum springt der wieder weg hier? Reichhaltig. Oh, die Planeten sehen schon mal gar nicht so schlecht aus. Das könnte ein ganz okayes System sein. Eisig. Messerscharf. Okay. Haben wir alle Planeten? Ich glaube ja. Grünlich, aber der ist ja grau. Ich will keinen grauen, grünlichen Planeten haben. Das ist irgendwie, die Kombination ist irgendwie Banane. Der soll schon ein bisschen schick aussehen im Weltall. Hatte ich den auch schon? Ich glaube ja. Wenn ich sicher, kann ich jetzt nicht sagen. Säuerlich. Wir gehen mal auf den säuerlichen Planeten. Und hoffen, merkwürdige Vorkommen zu finden. Aber ich glaube, säuerlich ist nicht richtig. So, Regenbogen, guck mal. Irgendwo hat Sturm in der Bude hier, echt? Das ist ja nicht so geil. Der Planet hat ja gar nichts hier, das sieht ja echt... echt übel aus. Wir landen hier mal gerade. Obwohl, haben wir hier merkwürdige Vorkommen irgendwie? Ich flieg mal ein bisschen. Da sind ein paar Adern. Sieht schlecht aus. Der ist nicht so das Gelbe für mich. Der hat zwar Regenbögen und so, aber hm. Ist das ein Droppod gewesen? Da ist ein Droppod. Guck dir das mal an. Gut, an dem. Wenn der gerade da ist, nehmen wir den gerade mit. Ein Droppod zu mitnehmen? Können wir den reparieren gerade? Kohlenstoff Nanorohr, Natriumnitrat, Antimateriegehäuse. Ich glaube, Antimateriegehäuse kann ich bauen. Warte mal. Was brauchte ich jetzt noch? Natriumnitrat, warte mal. Natriumnitrat, das kommt erstmal weg. Natriumnitrat brauche ich, weiß nicht, 10, 13? Ich glaube 13, ne? So ein ganz komischer Wert ist das. Ich glaube 13. Gucken wir mal, können wir das jetzt bauen? Jo, gib mal her. Yay, siehst du, haben wir die dritte Variante auch. Die
die drei Varianten. Oh, das ist wieder eine Riesenkrabbe. Ich glaube, irgendwie Krabben sind jetzt hier angesagt. Kann das sein? So wie Krabben. Aber ich muss mir wieder Natrium besorgen, sehe ich gerade. Uff. Okay, ich lade mich mal gerade noch schnell ein bisschen auf. Und schauen wir mal. Kapsel repariert. Missionsziel abgeschlossen. Wenn wir jetzt noch einen Haufen von merkwürdigen Vorkommen finden würden, wäre das toll. Dann wäre ich hier happy. Aber ich glaube, das kriegen wir nicht mehr. Ich glaube, das kriegen wir hier nicht mehr auf dem Planeten. Der ist auch ein bisschen dröge, der Planet, muss ich zugeben. Da sind Eier. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich welche gefunden habe. Die findest du halt auch auf anderen Planeten. Auf trockenen Planeten und sowas zum Beispiel. Das sieht schon echt nice aus, wenn du so einen Riesenplaneten hast. Komm, wir hauen mal ab hier. Das hat, glaube ich, keinen Sinn. Was war das für ein Planet nochmal? Eis? Ne, Magenta-Planet, grün. Ich gehe mal da mal hin. Dann gehen wir da mal hin. Ich hätte gerne einen schicken Planeten, wo wir was bauen können. Das Problem ist, wir brauchen immer noch die geborgenen Daten. Da muss ich immer noch dran arbeiten. So. Schauen wir mal. Grün und lila? Lila-Pink? Keine Ahnung. Ne, Magenta wahrscheinlich wirklich, ne? Okay, da ist ja gar nichts grün zwischen. Der ist ja komplett uff. Okay, das ist ein bisschen too much, glaube ich. Das ist ein bisschen too much hier. Was haben wir denn hier? Haben wir noch zwei Sterne, drei Sterne? Gibt es hier irgendwas? Ich guck mal gerade im Schnelldurchlauf. Alter, wie viel. Wie viele Worte kannst du denn hier? Ne, guck mal, wie viel hier rumliegt. Kann ich vielleicht Module fahren? Wenn hier so viel Zeug rumliegt. Wir landen mal gerade. Ist ein bisschen zu rötlich für meinen Geschmack. Was haben wir denn hier? Da ist ein Modul. Zwei Sterne. Verschüttetes Relikt. Modul. Also viele Module sind hier gar nicht. Da ist noch ein Modul. Okay, vielleicht doch ein paar. Aber nur ein paar. Ja, komm, wir gucken mal gerade, wie einfach das ist, die zu farmen, die Module. Weil ich brauche noch welche. Ich frage mich immer noch, welche Möglichkeit es gibt, die schneller zu farmen. Es gibt doch für alles eine Möglichkeit, schnell zu farmen, oder nicht? So. Ziel erreicht. Einmal Module. Wie viele? Eins? Zwei. Boah, zwei ist aber ein bisschen mau, muss ich zugeben. Das ist ja echt mager. Das ist ja echt mager. Ganz schön viele Tiere hier. Ganz schön viele Tiere hier. So, okay, dann nehmen wir noch ein paar mit jetzt hier, damit ich wieder ein bisschen was habe. Ich muss eigentlich noch viel mehr sammeln, aber ich glaube, das wird eine never-ending Story werden, habe ich das Gefühl. Ich muss noch gucken, wie viel ich brauche, um die wichtigsten Sachen erstmal zu bauen. Aber damit ich schon mal ein bisschen was bauen kann. Da ist noch eins. Auch wieder so weit weg. Wie gab's jetzt? Habe ich nicht geguckt. Mist. Ja, ich muss mir unbedingt mal einen längeren Boost kaufen hier. Okay, wenn wir gerade was haben, können wir noch ein Wort lernen. Ausnahmsweise aber nur. Wissensstein. Korvex. Okay. Guck mal, das ist so vor. Da komme ich jetzt schneller voran hier auf einmal. Aber gut, wir haben ja auch einen Planeten gerade, wo wir gut laufen können.
700 Meter Bergungscontainer? Was ist denn da dran, ne? Hab ich schon ewig nicht mehr aufgemacht, die Dinger. Oder waren das die Dinger, wo, da ist was Böses. War das die bösen Dinger? Die man nicht aufmachen wollte, weil die Wächter dann in die Ecke kommen. Ich hab's vergessen. Ich habe schon so oft No Man's Sky gespielt, so lange schon No Man's Sky gespielt und immer wieder von vorne angefangen, dass ich schon irgendwie vergessen habe, wie No Man's Sky funktioniert. Und was es da noch gibt, war schon ein bisschen traurig. Ich vermisse echt meinen Ausdauersprint. Ich hatte mal irgendwie so eine Kombi, da konntest du sprinten, nee, bis der Arzt kommt. So, was haben wir denn Nettes hier? Das Schiff kann ich hierher bestimmt, weil ich habe 80% nicht. Ja, das ist so eine Kapsel, glaube ich. Die muss ich nämlich kaputt machen. Au, hör auf mit dem Scheiß. War das korrekt? Ey, hör auf mit dem Scheiß. Bergungscontainer. Komplexe Hydraulik, ich muss mal gerade gehen. Die Jungs mögen mich gerade nicht. Ich bin ja schon weg, Leute. So, guck mal, hier können wir gerade noch was mitnehmen, wenn wir gerade hier sind. Schneller! Weg! Gib Gas! Okay. So. Da sind wir wieder. Nass. Hier noch irgendwo da. Wo habe ich eigentlich geparkt? Da drüben. Dann nehme ich das Modul gerade noch mit und dann laufen wir wieder zurück. Und machen es vom Acker hier. Da haben wir noch ein bisschen was gemacht. Aber es reicht halt nicht. Wir brauchen viel mehr geborgene Daten. Ich müsste unbedingt mal eigentlich, wie ist denn das andere Zeug nochmal? Quecksilber sammeln, damit ich da auch noch ein bisschen Deko sammeln kann. Ich sammle halt nur über die Expeditionen halt immer ein bisschen was. Man kann ja eigentlich auch da Missionen noch machen, aber ja. Ich weiß nicht, ich habe mich da bisher nie so durchringen können. Waren da zwei Technologiemodule? Moment. Drei Technologiemodule. Wow. Auch nicht schlecht. Das hatte ich bisher auch noch nicht. Drei Technologiemodule eher auf einmal. Nice. Ich wollte noch ein kleines Dankeschön geben, weil ich jetzt Stopp machen will. Weil ich noch was anderes machen muss. Alter, haben die eine riesige Spannweite. Was sind das für riesige Adler hier? Du weißt doch, der Adler sichert deine Zukunft. Ältlich. Gehorsam. Die sehen ganz cool aus. Habe ich Futter in der Tasche? Nee, kann ich Futter gerade herstellen? Eigentlich schon. Kann ich hier Futter gerade hinpacken? Gib mir das mal gerade. Nee, mehr herstellen will ich gar nicht. Wie konnte ich denn nochmal Futter jetzt? Erstmal haute Futter. Oder nie? Nein, nicht du. Da oben. Ich will euch füttern. Komm her hier. Ich habe aber keinen Slot mehr. Ich habe nicht genug Nanit, glaube ich, ne? Oder? Tausender Nanit. Kann ich machen. Okay. Jetzt habe ich den falschen. Ist egal. Wie Boop.
Kann ich euch füttern? Hier, schmeiß es da oben hin. Komm her hier. Ihr müsst hier runterkommen. Die landen nicht, oder? Kann das sein? Wie kann ich mir so einen fangen? Die sehen so ein bisschen kranichmäßig aus, ne? Ich würde so gerne einen mal fangen und dann mal gucken. Kann nicht sein, dass ich hier immer nur Bodenkreaturen... Oh Gott, jetzt habe ich eine ganze Armee hinter mir. Da. Komm her, Kollege. Hier, will er nicht. Der mag das Essen nicht, glaube ich. So kann ich gar nicht fliegen, dass ich euch füttern kann. Au, da muss ich aufpassen, sonst stürze ich ab. Kann ich mich da draufstellen? Kann ich. Jetzt muss nur noch einer hier... Haut nicht hin. Hier, komm her hier. Die kommen nicht runter, ne? Bin mir nicht sicher, ob man solche zähmen kann, dann wenn die nicht runterkommen. Da flattert auch noch irgendwas Schnelles um die Ecke. Kann ich nochmal Köder herstellen gerade? Nein, du sollst Köder herstellen. Ich wollte eigentlich Stopp machen. Jetzt komm! Oh, oh Gott, au! Ei, Karamba, das hat weh getan. Meine Füße. Nee, keine Ahnung, geht leider nicht. Ist egal. Wir hauen ab. Wo habe ich denn geparkt? Oh, Schande, nee, ich darf mich nicht umdrehen. Hat keiner gesehen. Hier ist nichts gewesen. Na gut, dann müssen wir mal schauen. Ich würde gerne halt noch ein paar Module farmen jetzt bei Gelegenheit, damit wir endlich mal anfangen können zu bauen. Vielleicht können wir zwischendurch mal einen Frachter harvesten, so als Ausgleich. Und, ja, weiß ich nicht. Was wir sonst noch machen können. Gab es noch irgendwas Interessantes? Ich glaube, langsam gehen mir die Optionen ein bisschen aus, ne? Hm, kulinarische Küche vielleicht? Aber dann müsste ich halt auch erst wieder vorbereiten halt, ne? Das wird eine Weile dauern. Ja, mal gucken. Ich will das ja auch nicht ewig weitermachen hier. Irgendwann will ich auch mal ein bisschen Stopp machen, muss ich zugeben. Wir sind schon in der fünften Staffel und langsam ist, puh, bisschen Pause angesagt, hätte ich beinahe gesagt. Expeditionen nehme ich noch mit. Also wenn Expeditionen kommen, mache ich auf jeden Fall noch. Die anderen Sachen müssen wir schauen. Ich würde auf jeden Fall noch das bauen wollen. Das heißt, es wird noch ein paar Episoden gehen. Und dann, ja, muss ich mal gucken. Muss ich schon mal gucken, was ich dann mache. Das weiß ich noch nicht genau. Ich würde gerne noch ein bisschen was anderes ausprobieren. Das ist böse. Ich habe hier so weit drüben geparkt. Die Tiere haben hoffentlich Interesse verloren. Ich gucke jetzt nicht nach hinten. So, denn ich muss nämlich gleich noch was anderes machen. Ich bin schon wieder viel zu spät dran. Die Zeit reicht heute schon wieder nicht, ey. Das ist wieder sozusagen so eine... Schnellaufnahme für heute Abend für euch. Leider nichts Interessantes. Ich hoffe mal, das war okay. Danke nochmal, Gordon, dafür. Für die Info oder die Erinnerung sozusagen daran. Okay, wir sind angekommen. Jetzt werde ich mich nochmal aufladen und dann, ja, sehen wir uns in der nächsten Episode wieder. Ich muss mal gucken, was wir da machen können. Ich habe noch keine Ahnung. Wir schauen mal. Ich sage erstmal danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Du auch? Sagst du auch Tschüss? Nee, na gut. Mach's gut, bis dahin. Ciao.